Hi, willkommen auf meinem Podcast. Ich bin Luisa Harisch und hier auf diesem Podcast möchte ich mit dir über Themen sprechen wie Yoga, Schwangersein, Mama sein, über all die Themen, die uns im Alltag als Mama beschäftigen. Eine neue Podcast-Folge, auf die ich glaube, einige von euch warten, denn es geht hier über meinen Geburtsbericht. Über meine dritte Hausgeburt werde ich jetzt in diesem Podcast berichten und ich werde natürlich meine anderen zwei Hausgeburten mit einbeziehen, so dass es einfach ein schönes, rundes Bild gibt. Genau, aber jetzt vorab kleiner Teaser oder Triggerwarnung, je nachdem wie man sieht. Es geht hier um einen Geburtsbericht, der kraftvoll ist, realitätsnah, wundervoll ist, aber gleichzeitig, ich werde diesen Geburtsbericht oder die Geburtsberichte nicht rosarot malen, die sind einfach an der Realität. Genau, das will ich sagen. Aber auf jeden Fall werden diese Geburtsberichte dich bestärken, weil ich würde jederzeit Wiedergeburt erleben wollen. Und ich hatte einfach drei wundervolle Hausgeburten, die dich hoffentlich bestärken. Nur einfach vorab, dass du weißt, um was es hier geht. Genau. Ich werde auf jeden Fall einfach mal von meiner dritten Hausgeburt berichten, werde immer meine anderen zwei Hausgeburten mit einbeziehen, weil ich glaube, es gibt ein schönes, großes, gesamtes Bild dadurch. Und gleich mal so eine Info vorab, alle drei Geburten waren so unterschiedlich. Dennoch gibt es so eine Komponente, die immer gleich ist bei mir, die sich immer wieder spiegelt in den Geburten, und zwar die Länge der Geburten. Ich bin eine Frau, die lange gebärt, was für mich auch wirklich ein großer, großer Vorteil ist. Beziehungsweise, was heißt Vorteil bei der ersten Geburt, war es schon einfach crazy, 20 Stunden in den Wehen zu liegen. Jedoch konnte ich damit bei der zweiten Geburt schon rechnen und bei der dritten jetzt sowieso auch, dass es so ein Muster bei mir ist und ich mich auch während diesen 20 Stunden wirklich komplett auf diesen Prozess vorbereiten konnte. Okay, jetzt kommt dann irgendwann dieses Kind und mein Körper konnte einfach langsam nachlassen. Genau. Also, jetzt habe ich schon hier über die Zeit gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich dir diese Zeiten im Überblick geben. Also meine erste Geburt ging 20 Stunden. Meine zweite Geburt unerwarteterweise länger als die erste Geburt, 22 Stunden. Und meine dritte Geburt, die war jetzt am kürzesten, 16 Stunden. Und hier auch gleich mal, lass dich nicht von diesen Stunden von mir jetzt irgendwie abschrecken. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier 20 Stunden im Schnitt irgendwie in der Geburt. Oder war die Luisa in der Geburt? Wie krass. Wie gesagt, es war positiv für mich, weil ich konnte mich so unfassbar gut auf diesen Prozess vorbereiten. Mein Körper, also mental und körperlich, war das einfach so ein langer Zeitraum, wo ich wirklich in dieses "Ich werde jetzt Mama" einfach gut reinrutschen konnte. Ich glaube auch, dass es für den Beckenboden und für den Körper sehr gesund ist, wenn es nicht so schnell geht, und auch für die fürs Mentale, wenn nicht einfach irgendwie innerhalb von 2 Stunden dieses Kind rauskommt und du denkst so, what, was für ein schneller Prozess, sondern der gedauert hatte. Also das erstmal vorab, es ist crazy, 20 Stunden lang Wehen auszuhalten oder Wellen auszuhalten, mitzuarbeiten, Kraft aufzubauen, auch das mental durchzuhalten. Gleichzeitig ist es eine total schöne Chance, einfach sich auf diesen Prozess oder aufs Ergebnis vorzubereiten. Was aber, glaube ich, wichtig ist, dass wenn eine Geburt so lang geht, zwei Faktoren eben, gerade das Mentale, einfach das Aushalten, okay, ich arbeite jetzt hier, weil das ist wirklich Arbeit, finde ich, Geburt, 20 Stunden im Schnitt auf etwas hin, gleichzeitig auch das Körperliche, das verlangt dem Körper unfassbar viel ab. Und ich glaube, da war einfach meine Geburtsvorbereitung unfassbar wichtig. Also dieser körperliche Aspekt, dass ich das auch weiß, ich schaffe das. Und dann aber auch das Mentale, okay, ich habe die mentale Stärke, das durchzuhalten, diesen Prozess. Und vor allem diesen Prozess innerhalb von einer Hausgeburt. Mir kann keine PDA gelegt werden. Genau, ich werde das mit meinen eigenen Kräften schaffen. Ja. Und jetzt habe ich über die Länge gesprochen. Wie haben denn meine Geburten gestartet? Also die erste Geburt alle drei Geburten haben nachts gestartet und tagsüber kam das Baby zur Welt. die erste Geburt war tatsächlich, hat die mit einem Blasensprung im Bett gestartet, als ich geschlafen habe. Und die zweite Geburt, die hat mit Wehen gestartet. Und also mit leichten Wehen, die waren damals so im halben Stundentakt und auch bei der ersten Geburt im halben Stundentakt. Und dann
Aber bei den ersten beiden Kiddies ging es relativ schnell über in einen Viertelstundentakt und dann so bam in einen 3-Minuten-Takt. Dann haben sich diese 3 Minuten, die Latenzphase, extrem lang gezogen und war extrem intensiv. Jetzt beim dritten Kind gingen die Wehen auch wieder nachts los, aber diesmal eben später, nachts um 3, was total schön war, weil so konnte ich einfach noch ein bisschen Schlaf tanken, Kraft tanken. Und dann bin ich von Wehen eben aufgewacht. Und das ist was, wenn dann diese erste Geburtswehe kommt. Also nicht Senkwehen, Übungswehen, sondern so die wirklich erste Geburt. Ich verspreche dir, du wirst diesen Augenblick haben und denken, okay, that's it, jetzt beginnt Geburt. Davor denkst du manchmal so, oh, jetzt spüre ich eine Wehe, jetzt spüre ich eine Wehe, oh, jetzt könnte es losgehen. Und dann, wenn aber wirklich so die erste Geburtswehe kommt, dann weißt du, okay, that's it, jetzt wirklich nimmt die Geburt Fahrt auf. Und du hast dann auch, also ich hatte bei jedem Kind dann auch so ein Gefühl, okay, jetzt geht's wirklich los. Und jetzt stelle ich mich mental drauf ein. Und genau, wie gesagt, es ging nachts um 3 los. Ich bin dann liegen geblieben, weil ich eben von den zweijährigen Geburten wusste, wie wichtig es ist, einfach nochmal Kraft zu sammeln, wenn es eben wieder so lange gehen wird. Und genau, konnte dann einfach mich noch gut ausruhen im Bett, gut veratmen, alles. Die waren auch nicht so intensiv wie bei den ersten beiden Kindern. Ich habe auch vielleicht, hast du die andere Folge angehört, Geburtsvorbereitung. Ich habe diesmal auch Dinge anders gemacht. Ich habe Akupunktur gemacht, war nochmal vermehrt bei der Osteopathie, habe auch nochmal auf meine Ernährung geachtet mehr. Vielleicht hat das mit reingespielt. Who knows? Es kommt ja auch jedes Mal ein anderes Kind mit einem anderen Sein auf die Welt. Dein Körper entwickelt sich weiter, andere Rahmenbedingungen sind vorhanden. Ja, irgendwas hat es wohl beeinflusst, dass diesmal die Wehen am Anfang nicht ganz so intensiv waren und ich die einfach noch gut veratmen konnte. Und dann bin ich um 6 Uhr aufgestanden, habe mich geduscht, habe mir was Bequemes angezogen. Und genau, das Erstaunliche war eben für mich, dass da die Wehen schon im Viertelstundentakt waren, aber ich konnte die einfach unfassbar gut verarbeiten. Also die waren nicht so intensiv wie bei den ersten beiden Kindern, wo ich dann auch immer dachte, manchmal so, vielleicht verschwinden die auch wieder ein paar Stunden. Aber natürlich hatte ich innerlich auch diesen Wunsch, es darf einfach losgehen, dieses Abenteuer. Wie gesagt, ich habe mich geduscht, habe mich eingeölt, habe mich auch so mental wirklich so von meinem Babybauch verabschiedet, habe meine Geburtslieder angehört, Tränen sind auch geflossen, weil ich wusste, dieser Prozess des Schwangerseins darf jetzt vorübergehen. Und diesmal hatte ich den Impuls, wirklich rauszugehen. Das hatte ich bei den ersten beiden Geburten nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe meinem Mann Bescheid gegeben. Die anderen beiden Kids haben noch geschlafen und bin dann eine Stunde spazieren gegangen. Und das war so schön, weil die Sonne ist aufgegangen. Es war so eine frische Morgenluft. Und genau, ich habe immer wieder mal ein Geburtslieder angehört. Und ja, ich konnte mich so richtig schön verabschieden von der Schwangerschaft. Und ja, habe so ein Hell Yes in mir gespürt. Im Babybauch so, ja, es darf jetzt einfach losgehen, das Abenteuer. Jetzt kommen mir gleich die Tränen hier. Ja, es war einfach, es war richtig schön, wenn der Körper, also wenn man selber noch in so einem Bewusstsein ist und sich verabschieden kann. Wie gesagt, bei den anderen Kindern war es immer sehr, sehr, die Intensität der Wehen war extrem hoch und auch die Zeit, also ich hatte relativ schnell einfach so im 3-Minuten-, 5-Minuten-Takt die Wehen, wo man dann gar nicht mehr mental viel machen kann. Wo man natürlich mitgehen kann, aber man, ja, ich hatte diesmal echt so mental nochmal so richtig das Gefühl, ich kann mich ganz bewusst verabschieden, habe auch noch, ich habe einen Brief ans Baby geschrieben, habe ich auch bei allen 3 Kindern gemacht, habe den auch nochmal angeschaut, genau, war wie gesagt spazieren, habe nochmal einen Blumenstrauß gepflückt, sozusagen für die Geburt, für meinen Geburtsraum, was auch richtig, richtig schön war. Hab dann auch was gegessen, war dann wieder zu Hause, und dann ging auch, ich sag mal in Anführungszeichen, für den Rest der Familie der Alltag los. Die Kids sind aufgestanden, mein Mann. Und genau, ich wollte dann auch erstmal, dass die Kids zu Hause sind. Für mich war ganz klar, die Kids werden gehen für die Geburt. Mein Großer hat das auch ganz bewusst gesagt, er will nicht dabei sein, was ich total stark von ihm finde, weil Geburt oder allgemein die Sexualität ist bei uns sehr, sehr offen in der Familie. Er weiß, dass das Ding untenrum nicht Mumu heißt, sondern Vulva. Und der Eingang, wo das Baby rauskommt, beziehungsweise der Ausgang, die Vagina ist. Also wir gehen damit sehr offen um. Er kennt Geburtsvideos. Er hat auch einfach schon ein Alter, wo er viel kapiert. Und er hat ganz klar gesagt, er möchte da nicht dabei sein. Und genau das Gefühl war auch meins.
Und genau, aber am Anfang war es für mich voll fein, weil das Schöne war, die Kids haben mich echt auch gut abgelenkt. Gerade zwischen den Wehen. Ja, war einfach eine total schöne Stimmung. Die haben natürlich schon die zwei Raketen ordentlich Gas gegeben am Vormittag und ja, gespielt und rumgeflitzt. Aber wie gesagt, es war eine gute Ablenkung. Ich habe noch witzigerweise Sauerteigbrot gebacken. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich in meiner Latenzphase, Eröffnungsphase noch irgendwie solche Dinge mache, weil das kannte ich, wie gesagt, von meinen ersten beiden Geburten nicht. Da war es jedes Mal sehr intensiv, aber auch von Anfang an, also gefühlt bei Blasensprung und bei dem zweiten Kind, bei der ersten Wehe, habe ich auch schon meinem Geburtsteam in Anführungszeichen, meiner Geburtshebamme, Bescheid gegeben, sie darf kommen. Bei allen drei Geburten war auch meine Mama dabei. Ich habe mit meiner Mama eine sehr, sehr enge Verbindung. Und genau, für mich ist Geburt so ein ganz weiblicher Prozess, wo ich auch, ja, fast meine Mama mehr brauchte oder gerne bei mir hatte als mein Mann, weil ja, sie selber hat Geburt erlebt und es ist so ein weiblicher Rahmen und genau, nichtsdestotrotz, immer am Schluss musste mein Mann dabei sein, musste die Hand halten, musste ja einfach bei mir sein. Den habe ich dann natürlich gebraucht, aber gerade in diesen Anfangsphasen war meine Mama und die Hebamme, also die Frauen um mich herum, viel, viel wertvoller und wichtiger für mich. Aber auch das ist ja total individuell. Für manche ist das ein Schockgedanke, so boah, meine Mama bei der Geburt dabei haben. Auf gar keinen Fall. Für mich war das so unbedingt. Es ist so ein kraftvoller weiblicher Prozess und genau sie brauche ich bei mir. Genau, meine Mama ist natürlich auch sehr spirituell. Sie hat mich massiert, sie hat Reiki mir gegeben. Sie hat einfach auch diesen Raum mit der Hebamme zusammen immer ganz, ganz wundervoll gehalten, weil das macht ganz viel aus. Was für eine Energie ist in dem Raum? Welche Fahrt nimmt Geburt auf? Genau, aber jetzt zurück. Also, dann war ungefähr so 10 Uhr, Kiddies sind rumgerannt, Luisa backt Sauerteigbrot, veratmet die Wehen. Ich habe genau auch dahin noch nichts irgendwie so gemacht. Am Abend davor Heublumendampfbad, Dammmassage, aber dann an dem Vormittag nicht wirklich irgendwas noch gemacht. Oder einen Einlauf oder so, alles nicht gemacht. Ich konnte ganz normal auf Toilette. Was natürlich das, den Einlauf sich spart erstmal. Und meine Hebamme wusste Bescheid, meine Mama, aber ich habe zu beiden eben noch gesagt, hey, ich kann es voll gut veratmen, es kann auch sein, die Wehen gehen wieder. Ja, die kommen alle Viertelstunde, aber mir geht es eigentlich echt gut. Und dann so gegen 12 Uhr habe ich gemerkt, okay, jetzt nehmen sie Fahrt auf, sie werden intensiver. Ich will dann in dem Moment auch nicht irgendwie, dass die Kinder mich berühren oder ich kann auch also während einer Wehe nicht mit den Kindern sprechen. Und habe langsam so gemerkt, meine Kinder, die dürfen jetzt auch langsam den Raum oder das Haus verlassen. Die Schwiegermama hatte die Kids und ich habe dann meine Schwiegermama angerufen oder mein Mann hat die Schwiegermama angerufen, dass die Kids langsam abgeholt werden dürfen. Und genau, dann kam meine Schwiegermama, die hat mir dann auch noch geholfen, das Tensgerät am Rücken zu befestigen. Das ist ein Gerät, was elektronische Impulse über ein Pad an die Haut gibt und dann sozusagen an den Nervenstrang. Und die Nerven gehen vom Becken sozusagen über den Rücken zum Kopf und signalisieren den Schmerz im Kopf. Und durch diese Impulse, die das TINS-Gerät sozusagen abgibt, wird der Schmerz im Kopf nicht so groß wahrgenommen. Sie hat mir dann die Pads draufgeklebt und dann habe ich auch begonnen, immer wieder während einer Wehe den Impuls zu geben. Und zwischendrin werden so ganz Mini-Impulse gegeben, was die Endorphine-Ausschüttung einfach erhöht. Und mir hat das richtig gut getan, dieses TENS-Gerät, was ich nicht gedacht hätte. Hier kleiner Teaser vorab. Es ist wichtig, das im Voraus einmal auszuprobieren, weil es ist was, was man wirklich auch mögen muss. Und man muss es dann eben relativ früh in der Latenzeröffnungsphase einfach anbringen, damit es was bringt, weil nachher wirklich bei den intensiven Wehen, da wollte ich es dann auch wegmachen. Oder wenn du in die Badewanne gehst, musst du es natürlich auch wegmachen. Genau, das war aber dann echt cool, weil dann hat man auch irgendwas so während der Geburt oder während der Wehe, was man anmacht. Gleichzeitig hatte ich auch immer einen Kamm in der Hand, so Akupressur. Also man drückt diesen Kamm sozusagen. Dadurch verspürt man ja einen Schmerz in der Hand oder einen Druck oder etwas Unangenehmes und lenkt noch mehr zusätzlich zum Tensgerät von dieser Wehe oder dem Druck von unten, Welle, wie man es auch immer nennen möchte, ab. Und das waren echt zwei tolle Tools, die ich diesmal in der Hand hatte, mit denen ich wunderbar arbeiten konnte.
Dann war irgendwann so 1 Uhr, 2 Uhr, da habe ich auch meiner Mama Bescheid gegeben, sie darf jetzt kommen, weil ich glaube, es geht definitiv wirklich los und ich merke, ich brauche jetzt diesen Geburtsrahmen. Davor war einfach noch alles total easy und gut, aber jetzt brauche ich es. Und ja, Hebamme habe ich auch Bescheid gegeben, die hat sich auch auf den Weg gemacht. Ich hatte dann ein Geburtszimmer oben vorbereitet, eins der Kinderzimmer, das am wenigsten genutzt wird. Das war also mein kleiner Geburtsraum, meine Geburtskerze angezündet, Steine, Düfte hergerichtet, Blumenstrauß hingestellt. Also es ist wirklich, ich drehe mich gerade um, weil ich bin genau in diesem Zimmer. Es ist ein total schönes Geburtsregal mit Karten von meinen Freundinnen, mein Geburtsarmband mit eben Steinen, mit Intentionen. Ja, ich hatte so alles an und auf der einen Seite ist es wundervoll und es ist so schön anzusehen. Auf der anderen Seite benötigt Geburt eigentlich nichts außer dich. Genau deswegen ist es voll schön, so einen Rahmen zu haben. Gleichzeitig wirst du auch merken, wenn du selber in der Geburt bist, eigentlich brauchst nur dich, dein Körper, der damit eben arbeitet und sich hingibt, sich öffnet und einfach jedem immer im Vertrauen ist, dass du weißt, wie Geburt funktioniert, dein Baby weiß, wie Geburt funktioniert und ihr seid ein wunderbares Team und du gibst dich hin und du öffnest dich. Meine drei Leitfaden für Geburt: Hingabe, Vertrauen, Offenheit sind auch die Leitfaden von meinem Buch, was bald erscheinen wird. Yoga in der Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung und Rückbildung. Okay, aber jetzt zurück zur Geburt. Meine Mama kam dann, hat sie mich so ein bisschen massiert, die Füße. Das ist am Anfang ging das immer. Das ging auch bei den anderen zwei Geburten und dann irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich gar nicht mehr wirklich berührt werden will, beziehungsweise vielleicht nur so Hand auflegen am unteren Rücken oder ein Waschlappen auflegen auf die Stirn. Ich bin eher ein hitziger Typ, auch von den Doshas vom Ayurveda her. Also ich bin ein Typ, der einfach Hitzen, Feuer in sich hat. Und für mich ist es total gut, wenn man mich eben über einen kalten Waschlappen kühlt oder ja, mir einfach so ein bisschen Kühle schenkt, obwohl Geburt an sich warm sein sollte. Genau. Und meine Mama eben hat mir dann geholfen. Und ja, dann war ich unten aber im Wohnzimmer. Meine Hebamme kam und die hat mich dann vaginal untersucht. Und ich kannte, wie gesagt, von meinen ersten beiden Geburten auch das Phänomen. Hebamme kommt, untersucht mich und Muttermund 0 cm, aber ich irgendwie schon ein paar Stunden lang in 3-Minuten-Takt wehen, schon ordentlich was verarbeitet und denke mir so, what? Warum dauert bei mir diese Latenzphase immer so lang, bis ich alles untenrum öffnen darf? Und genauso war es diesmal auch wieder. Und es war auch so, dass der Gebärmutterhals noch gar nicht richtig mit dem Muttermund über, also wirklich an der Spitze des Kopfes saß, sondern eher noch so ein bisschen hinten war. Sprich, der musste noch so nach vorne wandern. Also erstmal musste der nach vorne wandern, bis er sich dann und dann der Muttermund vollständig öffnen kann. Sprich, ich musste erstmal damit arbeiten. Deswegen waren die Wehen für mich auch sehr stark vorne spürbar, also Richtung Schambein und dann so Richtung Bauchnabel nach oben, weil erstmal so das nach vorne gezogen werden musste. Und das ist wirklich was, was ich von allen drei Geburten mitnehme. Ich kann meine Wehen immer sehr genau spüren, wo sind die? Im unteren Rücken, Schambein, Kreuzbein oder dann letztendlich nachher bei der Austreibungsphase oder Presswehen oder wie man es auch immer nennen will, unten. Also ich kann es immer sehr genau spüren und wahrnehmen, wo ist der Druck. Der Druck diesmal war schon ordentlich intensiv, vor allem weil er immer punktuell gleich war. Und dann war so 3 Uhr. Und dann hieß es so, die nächsten 2,5 Stunden arbeiten, dass dieser Muttermund nach vorne geht. Da habe ich mir auch mit jeder Wehe dieses visuelle Bild vorgestellt. Okay, dieser Muttermund wandert jetzt nach vorne, wird weich und öffnet sich. Genau, Tensgerät hatte ich zu diesem Zeitpunkt immer noch an, habe ich verwendet, hat mir auch wirklich geholfen. Mama hat mir eben Füße massiert, Kreuzbein gehoben. Und genau, ich habe verschiedene Positionen eingenommen. Einmal so liegend erhöht seitlich, dann Vierfüßlerstand und es hat mir immer wieder geholfen. Und die Hebamme hat mir auch immer wieder in dem richtigen Moment die richtige Position gesagt, was total wertvoll war. Ah, und vorab, die vaginale Untersuchung wollte ich. Also sie hat mich natürlich gefragt, so hey, willst du es überhaupt? Und für mich ist es immer ganz wichtig, weil irgendwo bleibe ich immer kognitiv bei Geburt auch. Ich bin nicht in einem absoluten Trance-Zustand, auch wenn ich mich mit Hypnose vorbereitet habe. Geburt ist bei mir nicht im Trance, sondern sehr bei Bewusstsein. Genau, deswegen bin ich so ein Freak. Ich will wissen, wo stehe ich gerade, was muss ich noch oder wo geht die Reise hin. Deswegen wollte ich vaginal untersucht werden, was aber überhaupt nicht muss bei der Geburt, also bei einer Hausgeburt. Und genau,
Dann war irgendwann 5:30 und die Hebamme war oben. Ich war mit meiner Mama und meinem Mann unten alleine und ich habe so gemerkt, okay, jetzt will ich die Hebamme auch bei mir im Raum haben. Und genau, sie war bei der letzten Geburt super viel mit mir im Raum, was mir teilweise zu viel war. Deswegen war es für mich jetzt diesmal total cool, dass sie erst oben war und dass ich dann, wo ich gemerkt habe, ich will sie jetzt bei mir haben, weil jetzt brauche ich sie und nicht nur immer so alle halbe Stunde oder Stunde mal guckend nach mir, sondern jetzt will ich sie wirklich dauerhaft im Raum haben, habe ich sie dazu geholt. Und genau, bei der ersten Geburt, kleiner Zwischenwanderung wieder. Bei der ersten Geburt, da war die Hebamme, die kam und dann ist die wieder gefahren und dann kam sie wieder und dann war sie erst komplett da. Und meine Ulm, also es war die Münchner Hebamme, meine Ulmer Hebamme, die war an sich immer über den kompletten Geburtsprozess dabei, was total schön ist, weil sie kann ja auch im Haus sein, nicht im gleichen Raum, aber in dem Moment, es hat mir immer total gut getan zu wissen, sie ist komplett da und sie nimmt sich die Zeit, auch wenn Geburt bei mir 20 Stunden heißt. Das ist einfach was unfassbar Schönes. Bei dieser Geburt war sie ja, kam sie ja sozusagen erst um 3 Uhr. Und genau, ich werde ja bald erzählen, wie lange dann die Geburt ging. Sie war diesmal gar nicht so viel dabei, aber weil es dann einfach hinten raus sehr schnell ging. Also, dann war irgendwann 5:30 und ich habe gemerkt, die werden richtig intensiv. Ich will nochmal vaginal untersucht werden. Jetzt habe ich doch bestimmt schon was geschafft. Und sie untersucht mich wieder und meinte so: Boah, Luisa, das ist immer noch nicht ganz an der richtigen Stelle der Muttermund. Sie hat jetzt dann so ein bisschen mitgeschoben mit der Hand. Und sie hat dann auch nochmal so ans Kreuzbein, haben wir zwei Fäuste gemacht. Das hat echt auch nochmal richtig gut geholfen. Und einfach nochmal das visuelle Vorstellen: Okay, dieser Muttermund zieht nach vorne, öffnet sich und ich lasse los und ich öffne mich und ich gebe nach und ich bin im Vertrauen. Genau, was mir in dem Moment schwer gefallen ist, sie sagt halt so: Hey, wir haben immer noch keine Öffnung vom Muttermund. Und ich dachte mir so: Okay, wenn ich jetzt an meine anderen beiden Geburten denke, kann es einfach noch sein, es geht jetzt noch 10 oder 12 Stunden. Und ich dachte mir so: Wow, dann wird die noch mal länger. Und das war wirklich mental, wo ich gemerkt habe, da habe ich geknabbert in dieser Situation. Und da meinte die Hebamme, und das war so wichtig und wertvoll in dem Moment, so: Hey Luisa, ich weiß, es ist jetzt scheiße. Und sowas liebe ich, wenn man einfach offen und ehrlich ist. Ich brauche das. Ich brauche keine rosaroten Geschichten, sondern sie dann so: Hey Luisa, es ist jetzt scheiße, aber du kannst gerade nur eins machen, dich hingeben und es annehmen, wie es ist. Du kannst es nicht ändern. Es dauert bei dir halt einfach so lang. Aber ich mache auch eine kleine Tür auf. Es kann jetzt auch rucki-zucki bei dir gehen, weil du eben schon zwei Kinder auf die Welt bekommen hast. Und sie würde mir jetzt anbieten, hoch in die Wanne zu gehen. Wir haben eine große Badewanne, deswegen haben wir keinen Geburtspool aufgebaut. Und genau, bis dahin haben wir unten auch noch Musik gehört und so. Und dann habe ich so gesagt: Boah, ich fühle mich eigentlich gar nicht nach Hitze, aber ich glaube, es würde mir untenrum gut tun. Einfach warmes Wasser öffnen, nochmal loslassen. Und habe dann diese Einladung angenommen. Und das war wichtig, weil es waren auch oft, hat sie so Positionswechsel gesagt, also körperliche Positionswechsel, die wo ich in dem Moment gar nicht so gespürt habe, aber die wo genau richtig waren, um gerade diesen punktuellen, den einseitigen Druck zu verlagern. Und genau, dann sind wir hochgegangen, haben das Wasser einlaufen lassen und ich habe gemerkt, es tut richtig gut unten rum. Gleichzeitig hatte ich diese Hitzen oben rum und meine Mama hat immer wieder einen kalten Waschlappen aufgelegt. Mein Mann kam immer wieder dazu. Aber genau, an sich waren wir wirklich so ein Frauenteam in diesem Bad. Und ich habe dann gemerkt, die Wehen werden ziemlich intensiv. Und ich will mich immer irgendwie gar nicht mehr so hinlegen, sondern eher nach vorne beugen. Hier kleiner Teaser wieder. Erstes Kind, da war ich auch ganz viel unterwegs und am Schluss so im Vierfüßlerstand. Ich war viel auf der Toilette, musste aber natürlich immer wieder runter, weil der Druck sonst zu stark wird untenrum. Habe mein Kind dann im Vierfüßlerstand bekommen. Zweite Geburt, ich bin ganz, ganz viel gelegen. Genau, also erste Geburt eher aktiver, zweite eher liegender, ruhiger. Beides habe ich in dem Moment gebraucht. Ich habe aber gemerkt, so bei der dritten Geburt, ich will da wieder ein bisschen mehr aktiver sein. Habe dann in dieser Badewanne gemerkt, das Liegen, ich will eher so mich nach vorne beugen, mich auf die Badewanne, auf den Rand legen. Genau, und dann meinte irgendwann diese Hebamme einfach nur, sie wollte mich dann nochmal vaginal untersuchen, weil wir ja unten um 17:30 Uhr mich nochmal untersucht haben, wussten, okay, der Muttermund ist noch nicht geöffnet, in der Badewanne dann diese Wehen so zugenommen haben, dann die Intensität, gar nicht mehr die Länge oder die Dauer oder die Abstände, sondern wirklich die Intensität der Wehe hat zugenommen. Und sie hat einfach, sie ist unfassbar gut, die Hebamme in einem Gespür. Sie hat einfach schon auch unfassbar viele Kinder auf die Welt gebracht und im Raum halten und im Wahrnehmen, was braucht die Gebärende gerade.
Da ist sie wirklich Gold wert. Wow. Ich habe es mir diesmal, weil ich diesmal so bei Bewusstsein war, wieder gedacht. Magic. Was kann diese Frau? Und das ist wirklich was, was man lernen kann, glaube ich, durch viele Geburten, aber was man ein Stück weit auch mitbringt. Und das hat sie wirklich unfassbar gut drauf. Sie wollte mich dann nochmal untersuchen und meinte dann so, nee, sie untersucht gar nicht mehr. Ich muss aus dieser Wanne raus, weil es ist zu wenig Wasser drin und ich gehe nicht tief genug. Dass, wenn jetzt das Baby kommen könnte, würde es rauskommen, erstmal Luft schnappen, dann ins Wasser reinfallen und dann im Worst Case eben Wasser schlucken oder einatmen. Und ich meinte dann zu der Hebamme, nein, also Julia, so heißt meine Hebamme, das Baby kommt jetzt nicht. Also ich spüre krasse Wehen, krassen Druck nach unten. Hab teilweise das Gefühl auch, vielleicht will ich schon pressen oder schieben, aber nee, das Baby kommt jetzt noch nicht. Und sie so, Lisa, du gehst jetzt aus dieser Wanne raus. Und ich wieder, nein, ich gehe nicht raus. Eigentlich ist es gerade ganz cool hier. Und dann hat sie es nochmal gesagt, nicht so, okay. You are the boss. Ich fühle zwar, das fühlt sich hier gerade richtig gut an, aber es gibt diesen Faktor. Ich will auch nicht, dass das Baby Luft schluckt, dann ins Wasser fällt, Wasser schluckt. Ich bin aus dieser Wanne raus, bin dann in das Geburtszimmer, das ich eigentlich vorbereitet habe, indem ich nur mal kurz am Morgen war und dann aber witzigerweise für die Geburt im Geburtszimmer war. Weil irgendwie dachte ich für einen Moment lang so, ich werde mein Kind unten bekommen, weil ich ja viel unten war, also im Wohnzimmer. Genau, und dann haben wir eine Matratze ausgelegt, ich war im Vierfüßlerstand, konnte mich auf dem Bett ablegen, mein Mann war auf der linken Seite, meine Mama auf der rechten Seite, Hebamme hinten. Und ich komme aus dieser Wanne raus, bin in diesem Vierfüßlerstand und es war dann 18:40, 45 und ich merke, okay, ich will schieben. Und ich dachte mir so, hä, wir hatten vor einer Stunde mich vaginal untersucht, ich war bei 0 Zentimeter, kann das denn jetzt sein? Und ich hatte 3, 4 Presswehen und nur eine wirklich so richtige typische Presswehe, wo ich damals über 1, 2, 3 Stunden beim ersten Kind, 2 Stunden beim zweiten Kind hatte. Einmalig jetzt. Also eine Presswehe. Und das Kind wurde geboren. Es war so verrückt. Um Punkt 19 Uhr mit Fruchtblase. Die Fruchtblase ist dann erst geplatzt, als das Baby mit rauskam. Also dann war es echt schnell. Also von irgendwie über eine Stunde zuvor von, okay, es kann noch 10, 12 Stunden dauern. Das hatte ich ja so im Kopf zu hin. Meine Hebamme sagt, Luisa, lass diesen Gedanken los. Du kannst nichts ändern. Es kann so lange noch dauern, aber es kann auch schnell gehen. In die Badewanne rein. Und diesen Rahmen hat sie mir ja immer gegeben. Und dann habe ich mit meinem Körper, mit meinem Baby in diesem Rahmen gearbeitet. Und es hat so schön harmoniert und so schön funktioniert. Und genau, dann kam meine kleine Maus auf die Welt. Und ich war erstmal wirklich natürlich perplex, wo ich mir dachte, wie kann ich mit einer Presswehe mein Kind oder mit einer, ja, wie man es auch immer nennen will, Austreibungswehe, whatever, mein Kind gebären. Und ich war erstmal so, Hebamme gibt es mir nach vorne. Und ich war so, ich konnte es erstmal gar nicht greifen. Habe sie dann genommen und war natürlich endlos im Glück, mich hingelegt. Die Plazenta wurde dann Gott sei Dank auch relativ schnell geboren. Genau, und diesmal auch total sanft. Beim ersten Kind hat die Hebamme so ein bisschen dran gezogen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr unangenehm. Und jetzt beim zweiten Kind Ulmer Hebamme nicht und jetzt beim dritten auch nicht. Und die kam einfach von selber mit einer Wehe. Und das war natürlich total schön, weil dann kommt sie natürlich und sanft raus und nicht irgendwie mit einem Druck. Genau. Also sprich, Plazenta wurde dann auch relativ schnell geboren. Ich habe die Kleine auf die Haut genommen, auf die Brust genommen. Und einfach nur diesen magischen Moment wahrgenommen, dieses You are Rockstar. Was ist hier gerade Kraftvolles, Unglaubliches passiert? Ja, es war einfach, das ist Magic, dieser Moment. Wie das, und das Baby, jedes Baby von mir war einfach so fertig, als es rauskam. Es war keine Käseschmiere da, kein Blut. Ich hatte keine Geburtsverletzung bei allen drei Geburten. Jetzt auch bei der letzten nicht, obwohl es so schnell ging. Aber einfach, es haben zwei Jungs schon diesen Weg vorgebahnt. Mein Körper weiß, wie er sich dehnen muss. Und die kleine Maus ist auch wirklich klein. Das spielt natürlich auch mit rein. Und dass sie mit Fruchtblase kam. Weil sie hatte tatsächlich ihre Hand am Kopf. Und das hätte natürlich, also oder verursacht gerne mal Geburtsverletzungen. Und das war einfach ein Segen. Es war so schön, dieser Moment dann. Ja, das ist, wie man das Baby dann auch so riecht. Und
Einfach herrlich. Ja, kaum in Worte fassen kann man das. Und das Schöne ist, in dem Moment bist du ja dann zu Hause. Kerze brennt, abgedunkeltes Licht und du bleibst einfach nur liegen. Schaust dein Baby an, streichelst es. Die Hebamme schaut dann eben nach den Blutungen, nach gegebenenfalls Geburtsverletzungen. Genau, ich habe meine Plazenta auch immer aufbereiten lassen. Das hat dann immer meine Mama und die Hebamme gemacht, auch damals in München und jetzt natürlich zweimal die Ulmer Hebamme. Ich habe auch so einen Plazenta-Smoothie getrunken. Plazenta sind Kapseln eingefroren und dann für die Rückbildung bzw. fürs Wochenbett immer pro Tag eine Kapsel genommen und dann Plazenta-Globulis machen lassen. Und ja, das haben die dann gemacht. Währenddessen war ich mit meinem Mann alleine oben und wir haben einfach nur diese Dreisamkeit genossen, haben dann auch irgendwann die Geschwisterkinder angerufen, haben dann aber beschlossen, weil es war ja dann so 19 Uhr, 19:30, 20 Uhr, dass die bei der Oma bleiben werden und da schlafen werden. Und das war auch absolut richtig. Im ersten Moment wollte ich, dass die gleich kommen, aber dann haben wir beschlossen, so, nee, wir genießen diesen magischen Moment und lassen einfach nur ins Dreiche sein und auch über die Nacht. Das war absolut richtig. Genau, dann haben wir noch Essen bestellt, gemeinsam gegessen und dann war auch schon 21:30 Uhr das Baby angelegt, natürlich zum Stillen. Ich hatte beim ersten Kind Stillprobleme und dann beim zweiten nicht mehr, beim dritten auch nicht mehr. Und das ist auch so ein Segen, weil das war schon damals echt krass, weil ich war damals noch in München alleine auch. Und dann mit diesem Stillthema und irgendwie so alleine und gar nicht wissend, was heißt eigentlich Wochenbett, diese Nachwehen, die wunden Brustwarzen, dann dieses, okay, wie kommen wir eigentlich an Essen? Wer macht die Wäsche? Wer macht den Haushalt? All diese Fragen. Also beim ersten Kind, mich hat das Wochenbett definitiv eingeholt. Ich habe mich nicht gut darauf vorbereitet. Umso besser beim zweiten Kind und jetzt beim dritten Kind. Die Geburt ist jetzt 8 Tage her, also eine Woche plus ein Tag. Letzte Woche Sonntag kam die kleine Maus auf die Welt. Und mein Wochenbett ist einfach ein Traum. Also wirklich, wir mussten noch nie irgendwie uns um Essen kümmern. Wir haben immer Essen von irgendjemand irgendwie bekommen. Ich konnte unfassbar viel liegen und mich ausruhen, mich erholen. Auch Feedback von der Hebamme: Hey, deine Rückbildung ist so toll, Gebärmutter ist zurückgebildet und. Ja, ich fühle mich einfach unfassbar gut und gestärkt von dieser Geburt, von diesem Wochenbett, dass ich jetzt hier eine Woche später einen Podcast aufnehme, der hoffentlich total bestärkend und schön ist. Gleichzeitig aber auch so, hey Reminder, Geburt ist kraftvoll, Geburt ist lang, Wochenbett solltest du vorbereitet haben, weil es kann dich einfach krass einholen, wie mich beim ersten Kind. Genau, aber wir konnten es einfach unfassbar gut genießen. Ich bin so froh, dass wir mittlerweile auch in Ulm leben, dieses soziale Umfeld haben, die uns genau dabei unterstützen. Es hat sich in München einfach nicht mehr richtig angefühlt. Genau, all in one. Geburt ist unfassbar kraftvoll. Ich bin aber in keinem Trance, sondern ganz bei Bewusstsein. Ich veratme jede Wehe und denke mir auch während den Wehen so: What the fuck, wie intensiv kann eigentlich Geburt sein? Und gleichzeitig, wie geil, was für ein Wunder ist Geburt. Und ja, wir kriegen einfach, wir haben in uns ein Baby und das kriegen wir auf die Welt. Und das ist so, hey, wir Frauen, wir sind so unfassbar geil, was unser Körper kann, was wir können. Und gleichzeitig muss ich jetzt hier auch noch das dazu sagen. Und das weiß ich. Vor allem weiß ich es, dadurch, dass ich 3 Kinder habe, was es für ein Geschenk ist, dass ich diese Möglichkeiten hatte, 3 Hausgeburten erleben zu dürfen. Also, dass bei mir auch immer körperlich, von den Rahmenbedingungen her, von dem Kind auch immer alles gestimmt hat, dass ich daheim gebären durfte, weil das ist das Allergeilste. By the way, ich hatte beim zweiten Kind auch immer wieder die Angst, ich muss ins Krankenhaus. Das hatte ich jetzt, ich habe das dann nochmal kinesiologisch bei mir aufstellen lassen, hatte jetzt beim dritten gar nicht. Man muss auch dazu sagen, ich habe mich unfassbar gut auf Geburt vorbereitet, habe auch beim ersten Kind eine Familienaufstellung gemacht, habe auch selber mich nochmal durch einen Geburtsprozess gehen lassen, weil ich selber per Kaiserschnitt auf die Welt kam, dass ich nochmal weiß, wie funktioniert Geburt. Habe Familienaufstellung machen lassen, weil mein Baby lag falsch, dass sich's nochmal dreht. Beim zweiten Kind ganz viel mit Hypnose, Meditation gearbeitet, habe dann gemerkt, das ist nicht mein Tool, weil ich komme in keinen Trance. Und jetzt beim dritten Kind nochmal sowas wie Akupunktur ausprobiert, mehr Osteopathie, Ernährung. Also ich habe wirklich auch immer ganz viel dafür gemacht. Gleichzeitig
kannst du unendlich viel machen. Und es gibt dann einen Grund, warum es nicht daheim funktioniert. Genau deswegen auch immer wieder die Offenheit. Okay, es ist richtig geil, wenn es daheim sein darf, aber es ist auch völlig okay, wenn es dann im Krankenhaus landet, bei einer Sektio. Ich bin offen für alles. Und es ist okay für mich, es ist okay fürs Baby. Es ist in dem Moment der richtige Weg. Genau, und gleichzeitig auch so ein Geschenk, dass den Kindern immer so gut ging während der Geburt, nach der Geburt, dass mein Mann da mitgemacht hat, meine Mama. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass auch sie sagt, okay, ich bin da dabei. Also, was ich dir mitgeben will, freue dich auf dieses Abenteuer, bereite dich aber auch einfach realistisch darauf vor, sei im Vertrauen, gib dich hin, aber habe auch diese Offenheit, dich zu öffnen, klar, für die Geburt, für all diese Sachen, aber auch für die Plan Bs. Und wenn du aber sagst, du machst einen geplanten Kaiserschnitt, it's your way, dann mach es, ja. Du musst dich gut dabei fühlen, du musst dich vor niemandem rechtfertigen, was dein Geburtsweg sein wird, für was du dich entscheidest. Mach einfach dein Ding und das ist so wichtig. Weil, was ich wirklich dir mitgeben kann, wenn du eine kraftvolle Geburt erlebst, selbstbestimmt so mit dir, und es ist egal, ob du eine PDA gelegt bekommen hast oder nicht, deswegen bist du nicht schlechter oder besser oder irgendeine Wertung. Wenn du für dich das Gefühl hast, hey, ich habe Geburt gerockt, du fühlst dich wie ein Rockstar danach. Dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen hat so Next Level erreicht und das wünsche ich jeder Frau. Einfach kraftvoll aus einer Geburt rausgehen. Ein gutes Bonding haben. Es macht auch einen Unterschied im Wochenbett, wie die Geburt war. Ja, ich hoffe, die Geburtsgeschichte oder Bericht hat dir gut getan. Ich wünsche dir alles Liebe, wenn du gerade schwanger bist für deine Geburt. Ansonsten sowieso immer alles Liebe dir. Und genau, ich freue mich auch, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt oder eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo du es auch immer hörst, auf YouTube. Genau, vielen lieben Dank fürs Anhören, für diese lange Folge. Und alles, alles Liebe dir. Deine Luisa. Vielen lieben Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Und ich habe auch einen wunderbaren YouTube-Kanal, auf dem du Yoga-Video findest für die Schwangerschaft, für die Rückbildung und auch für die Mama-Zeit sowie Hormon-Yoga-Videos. Des Weiteren habe ich einen kleinen Online-Shop. Ich habe E-Books. Ich schreibe gerade auch an meinem zweiten Buch. Also das wird auch bald veröffentlicht werden. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo sehen. Vielleicht auch in einer Yoga-Stunde von mir oder auf einem Yoga-Retreat. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Danke dir.